Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica hier auf dem Wasserchen. Und ja, wir haben am letzten Mal hier Vorratskisten gebaut, die wir schon ordentlich gefüllt haben. Eine ist sogar schon ganz voll, glaube ich. Ja, wir müssen die vielleicht mal ein bisschen sortieren und vielleicht mal benennen, weil man kann die ja auch benennen. Ich würde tatsächlich mal die hier nur dazu nutzen, um Titan zu... So, wie kann ich die umbenennen? Kann ich die irgendwie... Spindname bearbeiten? Geht das irgendwie? Ja. Wie hieß es denn jetzt? Oh Gott, ich bin so doof. Das war Titan, genau. So, pass auf. Titan. So, Titan, okay. Und dann machen wir hier den ganzen Rest erstmal rein. Dann machen wir ruhig erstmal gemischt die Kiste. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir in der einen Kiste erstmal nur Titan haben. Wir sind auf der Suche aktuell nach... Lass mich schauen. Was wollten wir gebaut haben? Genau, wir wollten hier den weiterbauen, ne? Ich bin wieder in der neuen Aufnahmesession. Genau, Blei wollten wir finden. So, lass mal gucken. Wir müssen auch ein bisschen was zu essen wieder finden. Deswegen würde ich gerne vielleicht nochmal so ein paar Fische mitnehmen. Da sind doch schon welche. Schwupps. Und schwupps. So, Blei. Wo finden wir Blei? Bringen die auch Essen? Ich nehme die auch mal mit. Den Glubscher. Mal gucken. Wie viel Platz nehmen die eigentlich ein? Okay, die haben nur ein Feld. Das ist super. Da oben ist auch noch einer. So, zack. Okay, dann gucken wir mal nach Blei. Ich tauche mal eben einmal auf. Und dann würde ich sagen, dann schauen wir mal. Da müssen wir irgendwie ja gucken, dass wir an Blei kommen. Damit wir das Fundament weiterbauen können. Hier kriegen wir sogar noch ein paar Frackteile für Titan. Aber wir brauchen Blei. Was ist das hier? Titan. Okay. Okay. 90 Meter Tiefe, aber ich will nicht zu tief tauchen, weil sonst kommen wir nachher nicht hoch. Ja, da unten ist... Alter. Okay, das wird noch sehr interessant. Da unten ist noch eine Riesenhöhle. Das ist... Salzablagerung. Ja, ja, ja. 30 Sekunden Sauerstoff. Ja, ich bin schon am Weg nach oben wieder. Es wird auch dunkel gerade. Ich meine, wir hätten, glaube ich, sogar noch die Fackel hätten wir, glaube ich, sogar noch in der Hand. Oder beziehungsweise im Inventar. Waren wir hier schon? Oh, nein, 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 nein. Okay, man muss, glaube ich, weit genug wegschwimmen. Glaube ich zumindest. Dann gehen die kaputt. So natürlich nicht. Das ist natürlich, ja, okay. Aber hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Deswegen nehme ich mal mit. Blei wäre halt lustig. Wir müssen auch zu der Signalquelle, ich weiß. Ja, ja. Titan, wir finden kein Blei. Wo finden wir denn Blei? Ich weiß nicht, ob wir Blei gescannt haben. Ja, ja. Mach keinen Stress. Ich weiß gar nicht, hatten wir Blei beim letzten Mal gescannt? Gibt es da so eine... Ich wünsche mir so eine Wikipedia. Ich weiß gar nicht, ob es die gibt. So eine Wikipedia, wo man nachgucken kann, wo man die Sachen zum Beispiel vor Ort findet. Das wäre halt super. Kann ich hier nicht einfach... Ah, okay, das geht. Lass mal eben schnell schauen auf dem PDA. Okay, genau, die Sachen haben wir alle gesammelt. Dann haben wir einen neuen Blueprint. Welchen Blueprint haben wir denn? Achso, den Glubscher. Was stellt der denn her? In Salz konserviert eine gesunde und nahrhafte Mahlzeit. Macht durstig, aber hält
sich lange. Ah, okay. Mit Salz dann. Haben, Salzablagerung haben wir, glaube ich. Datenbank. Geologische Daten. Kalkstein suchen wir nicht. Wir suchen... Ich bin gar nicht im Modus. Wir suchen Blei, ne? Ja, Blei. Der Glubscher. Hallo. So, warte. Blei. Müsste geologische Daten sein, oder? Nee. Sandstein. Forschung. Fortgeschrittene Lebensform, Korallen, Pflanzen, Tiere. Nee, Baupläne, Ausrüstung, nee. Mist. Verdammt. Wir können aber trotzdem mal ein wenig Salz mitnehmen. Ich hoffe, wir haben da auch nur einmal Salz. Ich schau mal eben bei Baupläne. Für den Fisch. Ich glaube ja. Ich glaube, man braucht nur einmal Salz. Dann würde ich mal eben schnell uns mal so ein Ding bauen. Trinken können wir ja auch machen. So, pass auf. Glubscher. Soll zwar durstig machen, weil er natürlich salzig ist. Small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Gepökelte Nahrung erinnert an Trockenfleisch, macht durstig, aber hält lange. Ach, das geht auch. Also mit Salz. Ah, okay. Pass auf, mach ich mal. Und dann machen wir gleich zu trinken. Da geht doch noch eine andere Wasserflasche. Da muss ich mal schauen. Was ist das denn? Ach, Chlorbleiche. Okay. Desinfiziertes Wasser mal 2. Wie viel haben wir denn noch? Okay, wir haben jeweils noch... Ah nee, Quatsch, haben wir, oder? Haben wir noch oder haben wir nicht? Nee, haben wir nicht mehr. Okay, das war's schon. Pass auf, dann esse ich die mal. Gucken wir mal hier auf die Nahrung. 38. Macht natürlich durstig. Aber wir haben ja zu trinken, so ist ja nicht. So, da sind wir wieder einigermaßen fit wie ein Turnschuh. So, ich würde mir mal ein Medipack nehmen. Weil wir uns ja wieder angegriffen haben. Also von so an sind wir eigentlich wieder fit wie ein Turnschuh. Ja, Blei, weiß ich nicht. Oder ob wir vielleicht erstmal zu dieser Rettungskapsel da in den Untiefen 754 vielleicht da mal hinreisen. Dann würde ich tatsächlich mal ein bisschen was ablegen. Vielleicht was zu essen, zu trinken mitnehmen. Pass auf, ich pack mal eben... Habe ich Titanen gesammelt? Ja, habe ich wahrscheinlich, ne? So. Wir könnten theoretischerweise, glaube ich, noch so ein Ding bauen, ne? Das wäre super. Dann würde ich noch mal ein bisschen Nahrung sammeln. Ein bisschen Nahrung herstellen. Für unterwegs. Und zu trinken. Das würde ich jetzt mal machen an dem Tag heute. Und dann reisen wir mal zu der Kapsel. Huch, kommst du her? So. Die sind, glaube ich, ganz cool. Die bringen echt gut Nahrung und so. Ich denke, später wird es wahrscheinlich noch mehr geben, denke ich mal. Also wahrscheinlich noch Sachen, die wahrscheinlich wesentlich mehr Nahrung bieten. Aber jetzt erstmal für den Anfang reicht es uns ja erstmal. Klar, wir haben jetzt noch nicht so viel gesehen. Wir haben zwar, obwohl eigentlich, was heißt noch nicht viel gesehen, aber wir haben schon, wir haben tatsächlich schon viel erlebt, muss man ja sagen. Schon sehr viel erlebt. Wir haben schon einen Scanner gebaut, wir haben viele Sachen gebaut. Was bei zum Beispiel, wenn ich das mal mit Breffage vergleiche, waren wir doch ganz schön sehr lange im Startbereich. Ich meine, wir sind ja auch noch im Startbereich. Aber wir reisen gleich los. Da war noch irgendwo ein Glubschi gewesen. Da ist er doch. Ich frage mich, wie die... Ich frage mich, wie die das gemacht haben hier mit dem ganzen Unterwasser-Schnickschnack und so. Also so mit
mit den Tieren, dass sie auch durch die Röhren fliegen und so. Das ist schon echt cool, weil das sind ja, glaube ich, auch prozedural generierte Welten. Das ist schon echt cool gemacht. Also glaube ich, dass das eine prozedural generierte Welt ist. Ich glaube, die ist beim nächsten Mal nicht so, wenn man die neu starten würde. So, wir haben 62 Energie, deswegen da würde ich jetzt gleich erstmal direkt mal, pass auf, wie viel machen wir denn? Wir haben 2, 4, 6, 8, 10. Das heißt, 5 mal trinken, 5 mal essen. Wenn es klappt mit der Energie natürlich. 2, 3, 4 und 5. So. Und jetzt 5 mal trinken. Ich würde da, glaube ich, auch nur jeweils eine Flasche und einen Fisch mitnehmen zu essen. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, mehr werden wir sowieso nicht brauchen. Das war's, ne? Ja, okay. Genau. So. Der Behälter ist sowieso voll. Da haben wir sogar noch eine Batterie drin. Hier haben wir auch noch die Nährstoffblöcke. Die bringen 75 Nahrung. Ja, vielleicht zur Not mal, aber tatsächlich würde ich jetzt... Haben wir in den Außenbehälter noch Platz? Haben wir hier überhaupt noch Platz drin? Nee. Na. Nein, was machst du denn da? Hör auf damit. Ja, hier hätten wir noch Platz. Okay, pass auf. Habe ich jetzt gegessen? Wollte ich gar nicht. Okay, wir haben 3 Wasserflaschen mit. Ich gönne mir mal eine Wasserflasche. Das war voll Verschwendung. So. Wir haben 2-mal trinken, 1-mal essen. Ach komm, wir essen einmal. Und dann nehme ich noch 1-mal essen mit. So, ich habe irgendwie der Taste verwechselt. So, dann würde ich sagen, reisen wir mal zu dem... Wo ist denn das? Da hinten, da müssen wir hin. Ja, dann schauen wir mal, was uns dort erwartet. Vor allem müssen wir natürlich auch aufpassen wegen Angreifer. Wir werden bestimmt später auch noch Waffen bekommen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Vielleicht finden wir auf unserer Reise ja auch Blei. Meinen Sauerstoff haben wir ja. Wir können ja mal wieder auftauchen. Solange wir nicht tief tauchen und so, ist das ja alles egal. Ich habe so ein bisschen Angst vor den Tieren, die hier rumschwimmen. Ohne Höhle. Da unten vielleicht Blei? Oh! Ist hier vielleicht Blei drin? Das wäre super. Kupfer, toll. Kupfer. Na, großartig. Kupfererz. Ja, können wir alles mitnehmen. Ist zwar ganz toll. Titan. Der wird uns nicht treffen. Egal. Der ist ja süß. Kann ich ihn scannen? Ah, die sondern diese Dings ab. Das haben wir in einer Folge auch gesehen, wie wir diese Pflanzen da gesammelt haben. Oh, 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 oh. Okay, die sondern also diese Teile ab da. Diese, Blasen, beziehungsweise Nebel, diesen giftigen Nebel. Aber Blei, wo haben wir denn Blei gefunden gehabt? Weil eine Plattform hatten wir ja schon gefunden. Hm. Ich bin so gespannt, was in den Tiefen halt alles ist. Ja, Titan. Können wir uns totschmeißen mit... Mit Titan.
Blei hat bestimmt auch einen gewissen Platz, würde ich sagen. Blei findet man bestimmt irgendwo an so gewissen Orte. Dann nehme ich mal den Scanner in der Hand. Vielleicht können wir unterwegs was scannen noch. Ah, wie schön das aussieht, ne? Entschuldigung. So. Das sieht doch sehr gut aus. Ist das hier Blei? Nein, Titan. Lass ich liegen, ist mir egal. 82 Meter noch. Sind gleich da. Da liegt, glaube ich, ein Metallteil, wenn ich das richtig sehe. Oh, hier ist die. Was liegt denn hier rum? Seegleiterfragment. Kann ich den scannen? Oh, geil. 50% See... Oh! Ah, so funktioniert das also. Ein zurückgelassenen PDA. Integrating new PDA data. Selbstscan mit F? Ich kann mich selber scannen. Self-scan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. Okay, das war's aber gewesen tatsächlich. Ist das Blei? Nee, das ist Salz, ne? Aber kann das sein, dass Essen wirklich länger hält durch die Salz? Ab durch den Salz jetzt? Weil ich habe das Gefühl, es hält gerade länger. Das Essen. Okay, lass mal schauen. Vielleicht finden wir ja auf dem Rückweg jetzt... Weil das war's, ne? Genau, okay. Vielleicht finden wir auf dem Rückweg jetzt ein bisschen Blei. Das wäre noch schön. Cool, jetzt haben wir für den Gleiter. Der Gleiter ist bestimmt so eine Art Fahrzeug, womit man... Oder so wie bei Breath Edge halt diese Düsen, damit man ein bisschen schneller unterwegs ist. Kupfererz, ja. Wow. Mit Kupfererz kann ich, keine Ahnung... Silberbarren herstellen, so wie bei Satisfactory. Was ist das denn da? Blubberblase? Oh, stellt der Sauerstoff her? Also kann man da Sauerstoff tanken an der Blase? Kriege ich da Sauerstoff? Ich guck mal eben, 31. Ja, tatsächlich, man kriegt hier Sauerstoff. Krass, wenn man hier drüber bleibt. Das ist ja super. Das ist ja mega. Salz, ne? Komm, ich nehme mal mit. Wenn wir schon einmal ein bisschen weiter weg sind von zu Hause jetzt, können wir auch ein bisschen hier wieder suchen. Das ist wieder ein Ei. Ein... Ich weiß nicht, war Blei auch in diesen Stein? Ich hab das nicht mehr in Erinnerung. Es ist schon so lange her. Oha. Schon so lange her, wo wir Blei gefunden hatten. Oha. Gold. Blei. 30 seconds. War das Blei? Silbererz. Oha. Oh, wir müssen uns beeilen. Oh nein, fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ja. Oh. Puh, war das knapp. Da würde ich trotzdem noch einmal gucken. Haben wir jetzt Blei gesammelt? Ja, haben wir. Okay. Das also in den tiefen Höhlen. Der kriegt jetzt alles, was der braucht. Jetzt haut er ab, ne? Feiger Hund. Okay, das ist also auf so runde Dinger sieht das also aus. In Höhlen. Runde Dinger in Höhlen.
Boah, Alter, wir sind halt 37 Meter unter Wasser, ne? Es ist halt zwar noch nicht so tief, aber ich finde das schon sehr krass. Ich frage mich, wie tief das alles noch geht. Ja. Oh, moin! Ich beeil mich mal, mit zurückkommen. Da unten ging es noch tiefer. Die Frage ist, ob ich es halt möchte. Wir brauchen halt zweimal Blei, ne? Ja, ja, ja. Diese Blase war halt super, die wir da gefunden hatten. So, ich gucke mal, wo war das jetzt, wo es noch tiefer ging? Ich will es einfach mal ausprobieren. Hier. Okay, hier geht's aber raus. Hier ist wieder ein Ei. Kreaturenei. Ja, weiß ich nicht. Okay, hier ist aber kein Blei mehr. Verdammt, Mist. So ein Mist aber auch. Okay, wir düsen mal zurück. Aber ich finde es hier tatsächlich auch sehr gut, so wie bei Breath Edge, dass man hier halt, ja, nicht so extrem auf Essen und Trinken achtet. Es ist zwar da, ja, und man muss es auch nutzen, also Essen und Trinken, aber es ist auch nicht so nervig, so wie bei Breath Edge. Es ist tatsächlich so, dass, bei vielen Spielen finde ich Essen und Trinken sehr nervig. Also halt nervig in Bezug zu, Huch, in Bezug zu, was ist das denn da? Ach so, lol. In Bezug zu, dass es nervig wird und anstrengend, dass es halt in Arbeit ausartet, weißt du? Das ist halt so, wo ich mir dann so denke, puh, schwierig. So, Ah, schön, diese Unterwasserwelt. Ein Traum. Wir können ja auch theoretischerweise eine verbesserte Flasche bauen, dann können wir noch länger tauchen. Aber erstmal hätte ich jetzt gerne... Nee, wo will ich denn hin? Ich bin doof. Hier will ich hin. Denn ich würde gerne mal einmal gucken... Aufzeichnung ganz toll. Datenbank auch ganz toll. Rettungskapsel 3. Unbekanntes Besatzungsmitglied. Glauben Sie wirklich, dass der uns beide tragen wird? Unbekanntes Besatzungsmitglied 2. Der Standard-Seegleiter zieht eine Masse von 80 Kilogramm mit über 30 km/h. Die Energiezelle, die sich an diesen hier angeschlossen habe, sollte das verdoppeln. Unbekanntes Besatzungsmitglied 1. Glauben Sie, dass etwas daraus schneller ist? Dass es da draußen schneller ist? Oh, sicher. Und das bedeutet, dass er nicht nach 3 Metern überladen sollte. Das scheint Sie nicht zu beruhigen. Ich sehe das technische Problem. Wenn ich aufhöre, es wissenschaftlich zu sehen, bekomme ich Angst. Das war gerade von dem Dings. Eine Hirnkoralle. Okay. Tauchflaschen sind in der Lage, Sauerstoff auf dem Wasser aufzunehmen, wo dies möglich ist. Das ist super praktisch. Tiere. Filtersystem. Okay. Okay, gut, pass auf. Baupläne. Ich wollte mal schauen. Wir wollten auch den Anzug bauen, ne? Gewebe und zweimal Blei. Wir haben einmal Blei. Deswegen wollten wir, glaube ich, auch den Blei sammeln. Nein. Ich wollte. Was wollte ich? Ich wollte. Ich wollte. Ich wollte. Ich wollte. Was wollte ich denn jetzt? Ich habe schon wieder vergessen, was ich wollte. Ach so. Was bauen? Nein. Doch. Ah. Und zwar wollte ich mit dem Bautool. Warte mal. Wie funktioniert denn das? So. Die Wand. Lithium. Eine verstärkte Wand. Brauchen wir Lithium? Lithium haben wir noch gar nie gefunden, ne?
Nee. Blei sieht aus wie Lithium, ist es aber nicht. Puh, weil ich wollte ja gerne auch so einen Spind bauen und halt eine richtige Basis bauen. Mehrzweckraum. Standteil unbekannt. Müssen wir wahrscheinlich auch erst herausfinden. Basisbefestigte Luftpumpe. Eine Leiter. Wandspind. Ja, das sind alles Sachen, die man, glaube ich, an eine Wand bringen muss. Aber dazu muss ich erstmal eine Wand. Schild. Ganz toll. Ein Stuhl kann ich mir hinbauen. Das ist bestimmt ganz. Das ist mega. Das könnte ich theoretischerweise bauen. Weiß noch nicht, was es mir bringt. Ich meine. Könnte ich da vielleicht einen Wandspind anbringen? Das sieht so aus, ne? Ich baue das mal. Wir haben ja ein bisschen Titan. Ich komme da nur nicht rein. Wie komme ich denn da rein? Brauche ich da eine Schleuse für? Luke. Quarz. Einmal Quarz. Haben wir doch, glaube ich, oder? Haben wir. Nein. Ich verwechsel das immer. Entschuldigung. Muss erst reinkommen. So, hier. Okay, keine Energie, nichts. Wäre das, glaube ich, besser gewesen, wenn wir das... Wenn wir das unter Wasser gebaut hätten? Kann ich das wieder abbauen? Ist das besser, dass man das unter Wasser baut? Ich bin mir nicht sicher. Lass mal gucken, ob wir... Energie, also wir brauchen auf jeden Fall auch Energie dafür. Kann ich hier so einen Spind bauen? Jetzt habe ich natürlich keinen Kommunikator. Fabrikator. Ah, wie kriegen wir denn dann Energie? Ah, hiermit wahrscheinlich, ne? Zweimal Titan und zweimal Quarz. Warte mal. Ich probiere das jetzt mal aus. Eins, zwei und zweimal Titan. Nein. Eins, zwei. Gut. Wo baue ich das denn hin, ist jetzt so die Frage. Wo wird denn das angebracht? Hier oben drauf oder was? Kann ich gar nicht da drauf bauen. Was bringt mir das denn? Ich baue das mal. Sonne 0, Ladestation von 75. Ist das hier drin dann? Warte, ich nehme mal Titan mit. Wir wollten den Spind mal gucken, ob ich den bauen kann. Weiß nicht, ob jetzt hier drin Energie. Ah, 0 von 75, alles klar. Das wird dann verknüpft. Das. Ah! Ja, Ehre, Alter! So! Power restored. All primary systems online. Wandspind. Ja, das geht tatsächlich. Ja, nice. Ah, guck mal, wie viel Platz wir da haben. Ah, Ehre. Ehre. Da können wir die Ressourcen reinpacken, ne? Die wir so gefunden haben. Dann brauchen wir diese kleinen Dinger erstmal nicht. Also, dann würde ich vielleicht nochmal einen Spind bauen. Dann wird das jetzt unsere erste Base quasi. So, essen und trinken lasse ich erstmal da drin. Ich, Mist, ich hätte das, glaube ich, hör auf zu quatschen. Ich hätte das, glaube ich, unter Wasser bauen sollen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Egal, ich lasse das jetzt erstmal so. Kann ich nochmal einen Spind bauen? Ja. So, warte. Okay, da. So, würde ich auch direkt mal benennen in Ressourcen. So. Nein. Was mache ich denn da? Da. Wird sowieso direkt voll sein gleich, das Ding. Ja, ist sogar schon voll. Ha! Tatsächlich wäre besser drei Spinde, ne? Oder?
Wir können da, glaube ich, noch einen bauen. Wir brauchen, glaube ich, zweimal Titan, oder? Ich guck mal eben. Ja, zweimal Titan. Dann würde ich noch einen bauen. Na, der geht weiter daneben. Okay. Dann würde ich den auch hier ressourcen. Hier auch nochmal reinpacken, genau. Und hier vielleicht dann Nahrung oder so. Ich bin mir nicht sicher. Dann brauchen wir die Dinger ja eigentlich gar nicht mehr. Kann ich die auch wieder abbauen? Ist der leer? Der ist leer. Nein, ich, nein. Hör auf damit. Kann ich ihn wieder abreißen? Ich kann den, glaube ich, nicht abreißen, ne, oder? Nein, nicht ansehen. Einpacken. Oha. Nein. Ah, hör auf. Einpacken. Okay, pass auf. Die können wir theoretischerweise auch bei uns. Die sind eigentlich super praktisch für unterwegs, ne? Die Teile. Die hier. Welter wechseln. So, dann würde ich die Dinger... Wisst ihr was? Wir haben es doch. Titan finden wir doch en masse. Titan finden wir doch en masse. Unsere erste Base besteht nur aus Spinden. So, dann würde ich hier tatsächlich Essen machen. Und hier Werkzeuge. So. Und dann packen wir das hier rein. So, Schnellzugriff zuweisen. Nein, das hier. So, genau. Gut, da würde ich sagen, unsere erste, ja, kleine Minibase ist fertig. Wir können noch viel, viel weitere dran knüpfen und so. Das könnte ich vielleicht eigentlich abreißen. Konstruieren, dekonstruieren. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen nur eine Plattform, das reicht mir schon. Gut. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's spannend weiter hier. Und dann seid ihr wieder mit dabei bei Subnautica. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.